Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist der 1. März 2023, 8.47 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus unserem Trading-Raum hier in Hamburg. Aus Hamburg werden wir jetzt den ersten DAX-Trade platzieren für unser Videologbuch, Videotagebuch. Und wir sind aktuell dichter dran an der 15.4. Insofern nehme ich die 15.4 erstmal als erste Box. 0,12 zu 0,012 ist das Risiko für die erste Position. Und auch hier nochmal der Hinweis, bis wohin könnte ich denn den Trade laufen lassen? Ihr seht, ab dem 11. Trade kriege ich hier, wenn alles nach Plan läuft, ohne Slippage, ja, bekommen wir hier die gelbe Karte. Ja, also das ist dann der 11. Trade, muss dann zünden. Ja, ab dem 2. Trade hier in der Tabelle oben, da seht ihr Türkis, Trade 1, 2, 3, 4, ab dem 2. ziehe ich die Linie, unser Gewinnziel weiter nach vorne, damit wir Strecke machen, das hat Tradition. Und wohin ziehen wir denn das Ganze? Das skizzieren wir jetzt im Vorhinein schon ein. Wir haben einmal heute, ich nehme mal die schwarzen Linien raus. So, was haben wir? Wir haben heute den Daily Pivot. Vortagberechnung, Vortag hoch, tief, Schluss durch 3. Da werden wir hinlaufen. Der Daily Pivot liegt heute bei 61. Wir gehen normalerweise immer bei 50, aber Daily Pivot ist 61. Das heißt, würde die Trades laufen irgendwann jetzt in Richtung Long oder Short, würden wir hier bei der grünen Zone erstmal rausgehen. Die zweite Zielmarke wäre dann auch genauso hier heute diese 61er. So. Das würde liegen bei 61 auch hier. Das heißt, wir gehen heute nicht bei 50, sondern 10 Punkte früher raus. Das würde von unserem Einstieg hier knapp 45 Punkte sein. Und hier wird es dann knapp 28 Punkte sein. So, das heißt Long oder Short. Das Gap ist auch hier. Insofern können wir dort Richtung Gap Closing versuchen zu traden. So, das Ganze nehmen jetzt mal die Zone weg und guck mal das Template an. Genau. So, das ist die Vorbereitung. Wir gucken einmal auf die Vola-Box. Wo kommt die Vola-Box heute rein? Wo wird sie erwartet? Da gehen wir in unser Radar. 15.469, also über dem 61er Retracement hier und zu 54. Gucken wir mal, wie sie dann tatsächlich reinkommt ohne Gewehr. Wir haben oben die Vola-Box, linke Seite. Link oben die grüne Box. Rechts haben wir die Big Number. 15.407. Geht der Kurs dort rein? Fangen wir an, den Markt einzufangen. Erster Trade ist immer so ein bisschen die Vorspeise. Und ab dem zweiten versuchen wir in erstmal diese grünen Zonen hinzutraden. In welche Richtung es zuerst läuft, spielt keine Rolle. Gucken wir mal, ob er reinläuft in die Falle. So, MTX, haben wir eine rote Sonne. Der Trade ist hier schon in Gewinn gelaufen. So. Gucken wir uns mal die Zone an. Ich mache hier mal die Zone an. Und mache die mal ein bisschen dunkler. So, da sehen wir. Rot. Widerstände. Grün. Unterstützung auf dem Minutenchart. Gehen wir mal eine weiter. Auf dem 5-Minuten-Chart wird das Bild ein bisschen klarer. Da sind wir dann bei den Widerständen. Gehen wir eine Minute, 15 Minuten höher. Sehen wir hier die Widerstände, da die Unterstützung. Gehen wir noch eine Etage höher, die 30 Minuten. Dann sehen wir, dass wir hier bei dem Level zum Mitschreiben 15.441 in Widerstandszone reinkommen. Ja, da wird es also ein wenig holpriger. Wieder zurück auf den Minutenchart und
nehmen die Tools wieder die Zone raus. Gucken wir uns den gleich nochmal an. So, die Falle hat zugeschnappt. Der Markt ist reingelaufen. Und jetzt ist die Frage, wer gewinnt hier? Der DAX oder wir mit unserer Falle? Und das bedeutet, der DAX hat gewonnen, wenn er sich jetzt hiervon nicht mehr entfernt, von der 15.400er Marke. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber kann durchaus passieren, dass er sich jetzt hier wohlfühlt. Wir sind jetzt long im ersten Trade. Wir sehen die blaue Linie und da ist unser Gewinnziel. Geht er jetzt nach unten raus in Richtung Gap, also Kurslücke hier, gehen wir auf angepasst ab den zweiten. Na? Erste Trade long. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade am 1. März. 1:0 für uns. Und wir platzieren jetzt die Big Number noch einmal. Dreimal maximal. Und ich verabschiede mich bei unserem Videologbuch. Und wünsche allen erfolgreiches Traden. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter.